Einen wunderschönen guten Tag, hier ist Daniel von Leitlenker. Also du meinst mich, ne? Ja, du bist, ich bin auch Daniel und du bist auch Daniel von Leitlenker. Du bist Daniel von Leitlenker. Wir sind beides Daniel von Leitlenker und wir reden heute ein bisschen über Fuck Money Attitude. Ein sehr interessantes Projekt, muss ich wirklich sagen. Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Frage, die uns gerade gestellt wurde, wie Kreativität unser Leben bereichert. Für mich persönlich ist es natürlich in erster Linie ein Ventil und wie der Name schon sagt, so Geld spielt natürlich keine Rolle. Man entwickelt sich da so ein bisschen jeder für sich so und der eine macht wahrscheinlich Popmusik und wird damit super krass erfolgreich und füllt Stadien und der andere ist eine Hardcore-Band und ist glücklich und spielt für 20 Leute im Keller und ist wahrscheinlich auch der glücklichste Mensch der Welt, wenn er auf der Bühne steht vor 20 Leuten und der andere vor 20.000. Wie nimmt man Dima-Song, wo davon singt, ne? Another town, another down, ne? Ja. Genau, das ist halt das Ding. Also wie gesagt, für mich persönlich geht es, um jetzt auf diese Bandgeschichte zu beziehen, natürlich in erster Linie darum, dass ich für mich selber ein Ventil habe, wie ich schon gerade gesagt habe, dass ich das, was mich beschäftigt, ob das jetzt zum Beispiel aktuelle Ereignisse sind, wie was gerade in Deutschland passiert, politiktechnisch, dass wir uns langsam nach und nach in die 1930er Jahre irgendwie zurückballern oder ob ich jetzt, keine Ahnung, vielleicht eine depressive Phase habe in meinem Leben. Das ist halt ein Ventil und Texte schreiben ist für mich dann in dem Fall ein Zufluchtsort so in eine gewisse Art und Weise. Mhm. Ja, das ist cool, ja. Ventil habe ich auch auf jeden Fall, so man verarbeitet Sachen damit, die man hier und da erlebt. Das ist bei dir als Texter natürlich noch deutlich mehr als bei mir, also, weil ich fokussiere mich eigentlich immer grundsätzlich mehr einfach auf die Musik und so weiter. Und für mich persönlich ist es einfach so, bei mir verleiht dieses ganze Musikding irgendwie halt so, macht einfach einen großen Teil für den Sinn meines Lebens aus. So. Also, absolut. Das erfüllt mich persönlich einfach super doll, weißt du, so. So, man sieht Leute, die irgendwo, weiß ich nicht, hier und da enden oder sich einfach 100% der Gesellschaft zu den Zwängen, die da sind, so super doll hingeben und das so richtig halten. Und für mich war Musik war einfach immer da, seitdem ich Musik wahrnehme und angefangen habe, irgendwie mit diesen, ich weiß noch, wie der Bassänger auf der finalen Show das gesagt hat, jeden, der diese verzerrte Gitarre den Sound so verzaubert hat. Und ja, da habe ich mich super doll angesprochen gefühlt, weil seit ich dieses Musikding habe, so, das nimmt halt einfach einen großen Teil meines Lebens auch ein. Und das ist halt, das gibt mir was zu tun, weißt du? Es gibt mir einfach so Lied schreiben, wir gehen auf Tour damit, das ist halt das ist für mich einfach was Besonderes. Und ich bin halt gestoked, super gestoked, das zu machen zu können damit. Und es erfüllt mich einfach in der Hinsicht. Und wie ich eben schon meinte, so Musik hat mich immer so durch Phasen gebracht und begleitet und viele schöner, viele schlechter gemacht, aber immer dabei gewesen und es ist einfach toll halt, wenn man sich halt auch einen gewissen Status wie wir mittlerweile uns schon erarbeitet haben, dass man von den Leuten halt teilweise auch das Gefühl hat, dass es schon mal so zurückkommt, dass man merkt, hey, das was wir machen hat halt auch eine Bedeutung, ja, nicht nur für einen selbst, sondern auch für jemand anderen und das macht auch ganz viel für mich aus, was das angeht, dass man einfach halt Leuten damit was geben kann und halt einfach. Das hast du bestimmt auch schon häufig gehört im Laufe dieser Interviews, so, dass da einfach eine Verbindung entsteht zwischen jemandem, den du noch nie getroffen hast und nie gesehen hast und der einfach ankommt und sagt, hey, das, was ihr macht, so, das gibt mir was. Und ja, das ist immer cool, wenn da solche Momente da entstehen. Und das ist auch grundsätzlich schon alles für mich. Also das ist all die Motivation, die hinter bei mir, wenn es so bezieht, hinter dem FMA steht. Ja, das ist halt so, wie gesagt, das Wichtige für mich persönlich so. Klar, natürlich machen wir uns nichts vor. Geld spielt natürlich immer eine kleine gewisse Rolle für jede Band. Ob das jetzt eine absolut Anarcho-Punk-Band ist oder ob das jetzt, keine Ahnung, irgendeine Band, die wie Bring Me the Horizon oder sonst wer ist, die vielleicht auch aus dieser kleinen Subkultur entstanden ist und dann ganz nach oben gekommen ist. Ich denke, Geld spielt in einer gewissen Art und Weise eine Rolle, aber nur eine geringe wahrscheinlich. Das ist halt ein Möglichmacher, ne? Wenn du genau, das ist ein Möglichmacher. Halt, wenn das halt Geld nicht, wenn wir die Gage nicht kriegen würden, dann könnten wir mit dem Bus nicht von Stadt zu Stadt fahren, muss nichts zu essen geben und so weiter halt. Ne? Das ist halt so ein bisschen der Motor, der dahinter steht, um was machen zu können, um es auch vorantreiben zu können. Das ist halt das Problem, ne? Also keiner von uns besitzt einen Van,
mit dem man irgendwie fahren kann, oder also zumindest ich rede jetzt von unserer Band. Das heißt, du musst hier, keine Ahnung, einen Bus mieten, das kostet Geld. Du musst irgendwo hinfahren, das kostet Geld. So. Und deshalb ist da natürlich diese kleinen Beträge, die dann natürlich auf Hardcore oder beziehungsweise in der Hardcore-Szene bezahlt werden, nicht zu vergleichen mit Hip-Hop-Shows oder mit Pop-Produktionen oder sonstigem. Aber genau das ist halt der Punkt. So. Wichtig ist einfach nur, dass du deine Kosten deckst, dass du am Ende plus minus null rauskommst und dass da diese 20, 30 Bekloppte vor der Bühne stehen und einfach dieses ganze Miteinander, dass du einfach diese ganze Suppe einfach hast an Menschen, die dann übereinander klettert und alle deine Texte singen, die du vielleicht irgendwie in deinem scheiß Zimmer geschrieben hast, als es dir dreckig ging oder als du mal wieder irgendwie zu viel N24 geguckt hast und dir gedacht hast, scheiße, was passiert hier eigentlich? Oder wenn du mal auf irgendeiner Demo warst und dir gedacht hast, warum schützen die Bullen eigentlich die Glatzen und, und nicht irgendwie, keine Ahnung, ja, das sind halt so, das sind also die Punkte, die wirklich halt irgendwie eine Rolle spielen. Für mich hat aber letztendlich halt nichts mit, aber letztendlich der persönlichen Motivation zu tun, oder das halt so ausgeklammert, das ist halt irgendwo ganz. Ne, die persönliche Motivation dahinter ist ja tatsächlich einfach dieses Ding, dass Musik, ich denke mal, für fast jeden Menschen wichtig ist. Also, wie ich schon gesagt habe, in gar nicht welcher Form. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich noch nicht mal wirklich sprechen konnte, so am meine Eltern Fotos von mir gemacht, wie ich im Wohnzimmer mit so einer Holzschaufel gestanden habe und die schon als Gitarre gehalten habe, weil ich das mal irgendwo im Fernsehen gesehen habe und das Ding sah für mich aus wie eine Gitarre. Und da habe ich schon, keine Ahnung, meine ersten Verbindungen mit Musik gehabt und das ging dann einfach nach und nach immer weiter und immer weiter und immer weiter und das war für mich immer wichtiger als alles andere Soziale, was ich immer hatte. Ob das jetzt Sport war, ich habe ganz viel Fußball gespielt früher, ja, und habe das einfach komplett nach hinten geschoben, weil ich eine Band hatte, weil ich mit dieser Band raus wollte. Ich wollte die Welt sehen. Energie einfach. Keine Ahnung, meine Familie vernachlässigt so. Ich habe mich von meiner Freundin damals getrennt, beziehungsweise sie sich von mir oder wir beide uns voneinander, wie auch immer, wegen dieser Musik. Und ich bin immer noch an dem Punkt, wo ich sage, ich bereue das kein Stück, weil jemand, der das nicht versteht, dass das für mich wichtig ist, ja, es sollte kein Teil von meinem Leben sein, so hart und radikal das klingt. Und ich will es auch nicht zu sehr nach außen stellen, aber es ist halt irgendwo auch schon halt, sag mal, kein normales Leben irgendwo. Natürlich, ne? Das versteht auch keiner. Also, das versteht, also außer die Leute, jeder, die halt selbst dann so denken. Jeder, der Musik macht, wird das verstehen, aber vielleicht auch nicht meine Oma versteht das nicht, meine Tante versteht das nicht, meine Eltern verstehen das ein bisschen, weil die da einfach ein bisschen mehr drin sind und das alles von mir ein bisschen mehr mitbekommen. Aber also in meiner Familie ist es eher so, okay, der schreibt ein bisschen rum in der Band. So, für die ist es halt so, aber meine Cousine hat eine Ausbildung fertig gemacht und heiratet demnächst und hat ein Kind. So. Das hat halt für die Familie halt einen viel höheren Stellenwert als das, was ich mache. Was halt für mich natürlich super traurig ist. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, es ist mir völlig egal, denn das, was ich mache, für mich persönlich, es erfüllt mich. Und ich habe gerade eine Show gespielt. Und da waren 80 Leute und von den 80 Leuten haben 15 mitgesungen und die anderen haben mit dem Kopf genickt und das ist das, was zählt. So. Fuck, ja. Guter Punkt. 20 Minuten Video.